Hallo zusammen, hier ist Anouk. Ich habe Folgendes im Weiteren mit euch vor. Ich möchte zum einen nach Tallenberg zurückreiten, um Hauptmann Robert zu berichten, dass wir die Kumanlager aufgehoben haben. Da müssen wir ihm ja die Anführermasken bringen, die wir soweit haben. Ich habe auch für die Quest mit Fritz und Matthäus ja, die Kumanlager hier überfallen. Hier in diesem Einlager, hier unten, hier habe ich sogar noch was in die Kumankiste einlagern müssen, weil die Kapazitäten nicht ausgereicht haben. Und hier konnte ich eine Kiste nicht öffnen. Und damit das nochmal als, da wir nur einen einzigen, ich sag mal hier Marker im Spiel leider haben auf der Karte und ich so vergesslich bin und garantiert sonst vergesse, diese Kisten noch zu knacken, hier dürfte ich eigentlich nichts übersehen haben. Aber deswegen werde ich jetzt erstmal die Quest mit Matthäus und Fritz ein bisschen beiseite schieben. Wie gesagt, möchte über Thalenberg reiten und dann nach Rofna. Erstens, wir waren da noch nicht, könnten dort vielleicht auch noch eine neue Quest beginnen. Und wir müssen uns ja dort nach dem Pfarrer erkundigen. Denn dann werden wir als nächstes, ja, also nicht heute vielleicht, aber dann nach Sasau zurückreiten, denn wir brauchen. Also ich würde zu einem im Kloster wahnsinnig gerne nochmal ein paar Tränke brauen, um in der Alchemie noch etwas besser zu werden. Und wir brauchen ja auch noch ein Buch, mit der wir der Witwe des Metzgers in Ledetschko helfen können. Ja, das war eine Geschichte. Hier haben wir Rücksprache gehalten mit dem Apotheker in Rathei. Ja, so weit, so gut. Ich habe das letzte Mal ein neues Pferd geholt. Jetzt nennen wir es Leipnir, unser eigen. Ja, wobei ich finde ihn leider nicht ganz so hübsch. Ich glaube, ich hätte doch Hattatitler kaufen sollen. Aber okay, die Kapazität hat mich einfach überzeugt. Naja, vielleicht gewöhne ich mich ja dran. Mal schauen. Ups. Ja, Köter. So, Hauptmann. Glück und Gesundheit. Ich habe Trophäen. Genau, das haben wir Danke. auch noch mehr als genug. So viele. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Das Ja. Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. So gefällt mir das. Ja, sehr schön. Hat er was Neues für uns? Nee, nur Übung und das war. Ich weiß es gar nicht. Kommen wir in Kannst du mir Fett. zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, wo ich Ich bin. möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ach komm. Na gut. Ich denke darüber nach. Okay, sorry, ich habe nicht nachgeguckt. Wo bin ich denn bei Verteidigung? Bei 9. Naja, gut, okay. Wir werden zwischendurch ein bisschen Bogenschießen. Naja, Faustkampf werden wir nicht mehr so häufig brauchen, denke ich. Ja, Streitkolben interessiert mich auch noch mal. Also, na gut. Also, aufs Leipnir. Pferd des Odin. So war das doch, glaube ich, ne? Aus der Odin-Sage. So. So. Geben wir den Hühnern eine Chance. Vorsicht. So, ein Blick auf die Karte. Und dann auf nach Rofna. Ja, beim letzten Mal ist das Ganze ein bisschen lang geworden. Ich muss jetzt gerade mal auf die Uhr gucken, okay. Wow, ohne Überfall dort angekommen. Tja. Als Galitz vernichtet wurde, im Prinzip der Weg der Angreifer führte auch durch Rofna.
Und genau so sieht es hier ja nun einmal auch aus. So, Sackgasse. Das war Mist. Bei Fußköter. Tja. Okay, mein Guter, parken wir dich hier, dann kannst du etwas grasen. Und ich schau mal. Tja, was wir hier noch finden. Nee. So, hier haben wir einen Questgeber, einen Dorfbewohner, mit dem wir reden können. Ich glaube, er ist aber auch so ziemlich der Einzige hier. Gelobt sei Jesus Christus. Tja, ich würde sagen, ja, mal hören, was er dazu zu sagen hat. Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja, ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Ratai geflohen. Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Das war schrecklich. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarde haben sie nicht gefunden. Nein, mich findet keiner so leicht, wenn ich's nicht will. Hab meine Frau und ein paar andere nach Ratai geschickt. Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht. Und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deinen Schwur sehr ernst genommen. Stimmt. Aber langsam wird's hier wieder gefährlich. Kuman? Wären's nur die, nehme ich mir eine Axt und das wär's. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Ja, eine äußerst schwierige Situation. Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Skarlitzern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst einen Pfarrer? Ja. Wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Skarlitzer Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt. Aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Ratai. Das ist wahr. Dort habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge, könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Tja... Wir müssen ja eh noch nach irgendeinem Pfarrer suchen, also von daher, ja, mal gucken. Und ins Kloster einbrechen. Und ja, generell haben wir mit den Herren, die gute Verbindung nach oben haben, jetzt sowieso noch ein bisschen zu tun. Also, wir hören uns mal um. Sicher, ich kann fragen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich sicher helfen. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skarlitz. Er hieß Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ja. Ich will ja keine Gerüchte verbreiten, aber man sagt, er hat sich in eine Haushälterin verliebt. Und dann ist die Arme plötzlich gestorben. Nee. Skandalös. Ich glaube eher, das ist wahr und ist die Regel. Die Geschichte ist mir neu. Sowas erfahren nur Leute, die es erfahren wollen. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und floh, wie du weißt. Lange Zeit hat keiner was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut. Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Keine Sorge, ich bringe dir jemanden. Möge Gott über dich wachen. Okay.
Wir schauen mal eben rein, wo uns denn das hinführen würde. Warte mal. Maskerade kann ich ja jetzt erstmal rausnehmen. Okay. Nö. Ja, nochmal ein bisschen in den Norden zu reiten. Vielleicht sogar nach Skalitz. Theoretisch haben wir dort ja auch noch einen Schatz zu bergen. Ja, warum nicht? Was habe ich denn bei plündernde Kuman? Aha, ist mit... Ja, okay, stimmt. Irgendeiner war da, glaube ich, nicht mehr aufgetaucht. Entschuldigt bitte. Ja. Ja, wie war denn das? Okay. Na gut, dann... Machen wir das. Ups. Ach komm, spring drüber. Tja, dann werden wir in der Tat mal schauen. Zu mir. So, wie gesagt, immer mal zwischendurch pflücke ich nochmal das ein oder andere Blümchen. Ich glaube, von Baldrian brauche ich auch immer noch mal was, oder? Es ist doch... Ja. Na gut. Mal schauen. Ich glaube, ich werde jetzt hier direkt Richtung Norden reiten. Und dann schauen wir da nach dem Pfarrer. Aber wieso habe ich denn für die andere Quest nichts mehr gebraucht? Noch für Johanka. Für diejenigen, die sie dort versorgt. Ja. Aber gut, vielleicht hatten wir das auch beendet in der Art und Weise, dass wir gesagt haben, wir können nichts mehr tun. Weil ich dachte eigentlich, ich hätte da auch noch nach einem Pfarrer suchen sollen. Naja. Das war da eigentlich nichts. Ja. Okay. Nein, das ist nicht dieses eine ganz bestimmte Köhlerlager. Wie sieht's mit unserem Hunger aus? Moment. 68. Doch, ich glaube, da können wir mal an den Topf gehen. Oder? Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie viel der Topf bringt. Wahrscheinlich sind wir dann ganz leicht überfressen. Nee, hat geklappt. Okay. Okay, das ist Gemüse, was die hier offensichtlich anbauen. Okay, hier ist aber ganz schön viel los.
Oh, oh. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Komm her. Hatter Hitler, lauf. Oh, scheiße. Nein, es war ja auch nicht Hatter Hitler. Das ist, wenn man den falschen Namen sagt. Aua. Ganz falsch. Nein, nicht wieder wegstecken. Komm her, du Scheißkerl. Oh. Na, noch einer von euch? Wo bist du? Ach, da. Ja, dann komm. Gut getroffen. Ja, schön, wenn es dir Spaß macht. Ich finde es sehr schön, dass ihr alle nach und nach kommt. Ach, noch einer von euch. Aua, wo bist du denn jetzt? So. Fuß. Na, ich will mit dir reden. Auf jetzt. Wieso geht das jetzt gerade nicht? Hm, na komm. Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. Ich habe wohl keine Wahl. Nö. Wo liegt jetzt die Waffe? Er müsste doch ein Bogen. Warte mal, hatte der einen Bogen? Nee, oder? Ja. Sag mal, noch einer von den Spacken. Ja, komm her. Ja. Lieber Gott. Hund, geh mal aus dem Weg. So. Ja. Hier sonst noch irgendwas? Hatte der noch irgendeine Waffe in der Hand? Was? Obala. Auch noch draufgetreten auf die Leiche. Na, also Heinrich, das ist jetzt... Gut. Guck ich mal, die anderen sind hier irgendwo bei meinem Pferd. Und wo ist mein Pferd? Sleipnir, wo bist du? Mann, wo habe ich denn den jetzt gelassen? Ich bin doch mal wieder voll dappig da reingeritten.
Und war zur falschen Zeit am falschen Ort sozusagen? Och Mann. Da ist was. So. Na gut, da kann ich mal diese Bäckerhaube ausprobieren, wobei die ist ja eigentlich schlechter wie unser Helm. Hattest du sonst noch irgendwas in der Hand? Naja, ich schmeiß dich mal beiseite. Hattest du noch eine Waffe? Och, Köter. Ja, warum kommst du zurück, du Depp? So. Schaffen wir das jetzt erstmal alles schon mal ins Pferd. So. So, jetzt eier ich hier noch ein bisschen rum, bis ich noch die anderen zwei gefunden habe. Die waren doch auch hier in der Nähe. So. Ja, stimmt, furchtlos. Das war ja auch keine schlechte Waffe. So, an der Stelle werden wir einfach mal speichern. Hey, wer ist da? Oh, nee, oder? Nein, nimm die Waffe wieder raus. Ach Leute.
Okay. Gut, ins Pferd kriegen wir offensichtlich jetzt wirklich gar nichts mehr rein. Jetzt gucken wir erstmal wieder, wo wir überhaupt hin wollen. So, dann schauen wir mal, was die Eltern des Mädchens uns zu sagen haben, wenn sie überhaupt noch dort sind. Ja. Ja. Na komm. Ich glaube, ich bin gerade, ja, ich reite gerade quer über den Acker, aber okay. Na dann. Etwas Bestimmtes? Gott schütze dich. Ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Ich hörte, du kennst ihn. Simon? Was willst du von ihm? Ja, also mit Unhöflichkeit brauchen wir kein Gespräch eröffnen. Außerdem, warum sollte sie nicht unsere Absichten erfahren? Ich suche den Pfarrer, der früher in St. Jakob lebte. Die Einheimischen sagten mir, sie hätten ihn in dieser Gegend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Der geht sicher nie in seine Gemeinde zurück. Also gut, was willst du wissen? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Skalitz. Sie war sehr, sehr schön und eher jung, also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück, hatte einen ordentlichen Bauch. Ach ja. Tja. Ja, solche Dinge passieren eben. Was kann man schon tun? Meine Rede. Ich war nur froh, dass sie jemanden hatte, der für sie sorgt. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen. Ja, Männer sterben auf dem Schlachtfeld und die Frauen im Wochenbett. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Tja. Da ist was Wahres dran, ja. Also die Sterblichkeit auf dem, ja, Wochenbett ist schon erheblich gewesen. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unergründlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts. Weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Ja, mal schauen, vielleicht hat sie ja doch noch einen Tipp für uns, wo wir suchen könnten. Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Wie das? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte, und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden.
Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Puh, ja, harte Story. Kannst du mir zeigen, wo das Kreuz steht? Sicher. Westlich von Scarlett stehen Absetzbecken für die Minen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon, beim Bach. Vielen Dank. Tja. Ich gehe dann. Tu das. Und wenn du ihn findest, sag ihm, dass wir es ihm nicht übel nehmen. Das werde ich. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Zu mir. So, werfen wir gerade noch mal einen Blick in die Karte. Okay, dort soll das sein. Ja, das führt uns natürlich jetzt noch mal ganz andere Wege. Das Problem ist, die Satteltaschen sind voll. Meine eigenen Kapazitäten eigentlich auch so gut wie erschöpft. Tja, mal schauen. Ich glaube, allein um im Prinzip nochmal an eine Truhe zu kommen, in der ich all die Habseligkeiten, was wir bis dato so erhalten haben, ablegen kann, würde ich jetzt wahrscheinlich doch mal durch Samopesh reiten. Weil ich dort, glaube ich, noch gar nicht gewesen bin, würde in der Tat schauen, dass ich hier ja in Sasau sozusagen ein Zwischenlager eröffne und würde wahrscheinlich von dort aus noch die Suche nach dem Pfarrer Simon fortsetzen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise den Rückritt nach Sasau mache ich dann ohne euch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann sozusagen an Marias Gedenkkreuz das nächste Mal wieder. Also ich sei denn, es passiert was ganz Außergewöhnliches, aber wahrscheinlich, möglicherweise höchstens werden wir überfallen. Aber gut, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare. Ja, ich freue mich. Bis dann. Tschüss, eure Anouk.